Wo sind wir? Wir sind in Essen auf der Reise und Camping. Und Tobi und ich sind mal hier bei den Alfis vorbeigegangen, haben mal Hallo gesagt. Man kennt sich ja mittlerweile, ne? Und haben einfach mal Hallo gesagt. Da gab es lecker Berliner eben. Sehr geil. Ja, wie gesagt, ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach mal so ein kleines Video, so ein bisschen hier einfach so, wie ist die Stimmung und was ist hier los? Und ja, Dirk mit Camp Nation, die sind auch natürlich hier, Outwell, was haben wir hier noch, DWT, Vigo, Westfield, alle Mann am Start hier. Und ja, wie gesagt, einfach mal so ein kleines Hallo hier aus Essen. Gerade war ja noch die CMT und schon wieder ist die nächste Messe. Es ist Wahnsinn, was hier los ist. Die Messehallen, wie gesagt, dafür, dass wir heute Mittwoch, Aschermittwoch haben. Wir haben jetzt 11:30. Muss ich sagen, ist dann doch mehr los, wie ich ganz ehrlich gedacht habe. Ich habe gedacht gehabt, dass hier heute richtig, richtig wenig ist. Aber nein, muss man ganz ehrlich sagen, hier ist schon einiges los. Und ja, wie gesagt, wir laufen mal so ein bisschen durch die Hallen und gucken uns ein bisschen um. Sind jetzt im Moment halt noch hier bei den Alfis ein bisschen, quatschen noch ein bisschen, was gibt's Neues. Wie gesagt, wir haben jetzt demnächst auch nochmal hier, gibt's super cool, Camper World, neue Felgen. Also sehr, sehr cool. Finde ich super. Hier sind auch schöne 18 Zoll. Wir hatten eben schon gequatscht. Er meinte, warum ich denn jetzt 16 Zoll wieder genommen habe. Ich hätte doch 18 Zoll nehmen sollen. Vielleicht zu dem Thema, warum habe ich das gemacht? Ich hatte zum einen jetzt schon die anderen Reifen mit der höheren Traglast. Und ja, dann hätte ich nochmal neue Reifen holen müssen. Nicht nur noch neue Felgen. Und ja, vielleicht ergibt sich ja mal was und man macht dann doch noch 18 Zoll drauf. Ich höre immer wieder, dass das so ein cooles Fahrverhalten gibt. Und man kann halt mit weniger Luftdruck fahren. Wie gesagt, das wäre schon so mein Favorit, den ich machen würde. Aber hier gibt es noch ganz viele andere. Also das sieht auch crazy aus hier, ne? Ich meine, gut, für jetzt ja, voll integrierten wäre das jetzt nicht so das Richtige. Deswegen bin ich da eher so ein bisschen einfacher gestrickt. Da würde ich dann eher sowas nehmen. Oder wie gesagt, dann hier oben. Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr meint, ne? Oder auch Leute, die voll integriert mit 18 Zoll fahren. Würde mich jetzt wirklich mal interessieren, weil ich höre jetzt komischerweise die letzten Tage so oft, warum hast du aufgelastet und dann nicht direkt auf 18 Zoll gemacht? Also, wie gesagt, würde mich wirklich interessieren, weil da bin ich so ein bisschen raus. Die Erfahrung habe ich einfach noch nicht und da hoffe ich einfach ein bisschen auf die Community und auf euch, dass ihr mir da auch mal was zu sagen könntet. Ja, wen haben wir noch hier? Unser lieber Michael Schopper ist natürlich auch hier. Herzog, ja, wie gesagt, spielt jetzt im Moment nur hier vorne in der Halle 6 unterwegs. Wie gesagt, nur mal so ein kurzes Teaser-Video zur Messe. Es werden noch ein paar kommen. Ich habe morgen noch ein paar Termine. Aber ich habe gedacht, so nur mal so ein kleiner Einblick hier von der Messe. Und ich mache gleich mal noch ein paar Aufnahmen von da hinten und von der anderen Halle. Hier in der Halle 7 ist sogar für Kinderbespaßung gesorgt. Ist natürlich jetzt noch relativ wenig los. Laufen wir mal hier rum. Ja, was haben wir hier in der Halle 7? Ja, der C steht auf jeden Fall schon mal hier. Und ja, hier sind so die einen oder anderen ja, Reisegebiete, nenne ich es mal, die sich hier so wieder so ein bisschen vorstellen. Das ist ja hier, wie gesagt, ist ja Reise und Camping. Und es ist nicht so überfüllt, wie ich es gedacht habe. Hier kann man auch schön von Halle zu Halle laufen. Wie gesagt, wir haben noch nicht so spät. Und wir haben halt, wie gesagt, den Aschermittwoch, hatte ich ja erwähnt. Laufen wir einfach mal hier so quer durch. Gehen wir mal hier rüber in die Halle 8. Die finde ich cool. Da habe ich damals schon, oh, wann war das denn? Wann war das? 2019. Da kann man sich hier
weil wir uns ja für Skandinavien so interessiert haben, einfach mal ein bisschen umgeguckt. Da haben uns ein paar coole Anregungen. Wir haben es leider Corona-bedingt tatsächlich nicht geschafft, gab bisher dann auch endlich mal nach Skandinavien zu kommen. Aber vielleicht schaffen wir das ja mal. Jetzt mit dem Wohnmobil, denke ich, wird das auf jeden Fall funktionieren. Ja, ich laufe jetzt mal hier so ein bisschen durch die Halle, gucke mich mal ein bisschen um und dann gehen wir jetzt noch mal hinten rüber in diesen langen Gang zwischen den Hallen. Den zeige ich euch dann auch noch mal. Ich habe Tobi wiedergefunden. Wir sind jetzt mal in der Halle 2. Also kommt mal mit, ich muss euch mal was zeigen. Hier sind ja auch so Chalets eigentlich immer drin gewesen. Und hier so kleine Hütten. Was wir echt schade finden, ein bisschen traurig. Ja, auch nicht schlecht, ne? Guck mal. Mit Inhalt, nicht nur Wasser. Sat1 filmt mit Inhalt. Ist gut. Ja, super. Tobi, jetzt aber. Aber was halt wirklich schade ist, ist, die haben die Hallen so ein bisschen verkleinert, weil tatsächlich noch welche abgesagt haben. Und er wird den Namen Kirsten auch noch annehmen. Tobi wurde gerade im Pool eingeladen hier, aber ist ganz lustig. Nee, aber die haben halt, wie gesagt, die Hallen hier ein bisschen verkleinert, weil tatsächlich noch welche abgesagt haben und dann musste man die Hallen so verkleinern. Das ist natürlich schade. Ne? Boah, aber die Frage ist aber mutig gewesen. Er hat gefragt gehabt, ob die Dame beim Kauf schon dabei ist. Man kann ja mal fragen. Also, das ist lustig hier, ne? Wirklich. Aber wie gesagt, das ist halt schade, dass ihr das hier gemacht habt. Aber hier solche Sachen gibt es natürlich hier auch in Essen. Ne? Und ja, Respekt, ne? Jetzt gehen hier alle baden. Und das musst du auch erstmal erleben, sowas, oder? Das musst du so erstmal erleben. Das ist, wie gesagt, hier in der Halle 2. Was macht man nicht alles, wenn es Fernsehen kommt? Ne? Das ist verrückt, ne? Da können wir nicht mehr mitstinken. Nee, da können wir nicht mehr mitstinken jetzt. Das ist schon echt der Hammer. Ich weiß nicht, ob die Karte kriegen hier. Ja, wie gesagt. Da ganz hinten ist auch Ultimate. Ahorn, ja. Aber wie gesagt, wir gucken jetzt mal hier, was sie hier veranstalten. Dann gehen wir gleich mal hinten rüber. Lustig. Tobi hat gerade was Tolles entdeckt hier. Ja? Ja, ist wirklich gut, ne? Komm mal rauf. Ich geh mal rauf. Dann geh du mal rauf. Aber hier auch diese kleinen Häuschen hier, ne? Boah, das ist natürlich cool, ne? Mann, das ist echt der Hammer. Also das ist ja gemütlich hier. Also das hier so auf dem Campingplatz gibt es ja auch immer wieder. Und du hast hier wirklich eine komplette Küche. Und im Sommer, ne, schön draußen sitzen, hier kannst du schlafen. Hier hat man noch eine Sitzgruppe. Auf jeden Fall schön. Jetzt gucken wir mal, wo Tobi hin ist. Ist Tobi nach oben? Ne, Tobi ist nicht nach oben. Tobi marschiert mal da hoch. Tobi will hoch hinaus. Ja. Passt zu Karneval, jetzt kannst du Kamelle schmeißen. Meinst du? Ja, aber trotzdem gilt. Ich habe auch keine Kamelle. Ja, wie gesagt. Ah ja, wie gesagt, die sind noch fleißig da und wir gehen jetzt nochmal da hinten rüber in diese Richtung. Also sind da und filmen da noch ein bisschen. Aber wie gesagt, soll einfach nur so ein kleiner Rundgang durch die Halle sein. Hallen! Heckgarage für den Kastenwagen. Das ist natürlich cool, ne? B-Box. Das ist cool, ne? Heckgarage für den Kastenwagen, würde ich sagen, oder? Scheint auch relativ leicht zu sein, klar, weil ansonsten ziehst du die Karre bis zum Aufsetzen runter. Klar, du hast natürlich einen Überhang hinten, ne? Aber du hast natürlich Platz. Schön die Hinterachsluftfeder abgelassen. Super. Was haben wir denn hier? Der Uwe Gante ist auch da. Da wird auch fleißig gefilmt. Ahorn,
darf natürlich auch nicht fehlen. Und da hinten steht der Ultimate. Gucken wir doch einmal mal kurz hin. Wir gucken einfach mal hier hinten. Da, der Ultimate, ich liebe ihn ja. Ne? Wir haben ihn ja ausgiebig getestet, wisst ihr ja. Und ja, wir laufen jetzt wirklich. Da hinten ist Alko, da hinten ist Truma. Gehen wir nachher auch nochmal hin. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich die Tobi nicht verliere. Und ja, gehen wir einfach noch eine Runde rum. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Gehen wir mal hier rum. Tobi macht auch gerade so ein bisschen Video. Und ja. Da hinten ist die Halle. Boah, ich blick hier noch nicht so ganz durch. Wir sind doch hier in der 2, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Da hinten steht zwar 2, aber ich weiß nicht, ob das die 2 ist. Ja, wie gesagt, hier ist dann Alko. Nochmal Ahorn. Da hinten ist Truma. Dann gehen wir jetzt gleich mal da hinten in die Halle. SAR Hydraulics. Und da hinten läuft der Tobi rum. Naja, gehen wir mal in die nächste Halle. Angekommen in der Halle 1, ne? Ja. Ja. Wollen wir uns aufteilen? Machen wir mal treffen, oder? Ja. Ja. Egal, wir können auch zusammenlaufen. Ja, machen wir zusammen. Immer ein bisschen Fach finden. Fach war natürlich von Krings hier vertreten. Na, Krings ist hier natürlich eine ganz große Nummer, ne? Das ist Wahnsinn. Krings ist, kann man sagen, ein Lokalmatter. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, was haben wir hier? Fendt, Bürstner. Klar. In der Halle 1 ist hier wirklich Eingang Süd, ne? Ja, Eingang Süd. Da ist schon. Da werde ich dann auch dann Richtung Stellplatz mal kurz fahren. Genau, du gehst Richtung Stellplatz, ich laufe noch eine Runde. Bummeln, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Bis ich werde noch was bummeln. Spätestens 2 Stunden wieder. Auf jeden Fall. Habe dann die Ehre. Biege ich jetzt mal. Ja, ich muss was essen. Gut, wir sehen uns nachher. So, dann laufen wir mal hier einfach durch hier rein. Oh, der Teppich hier, der ist aber schon schön zum Laufen. Ja. Läuft ja wie auf Wolken hier, das sag ich euch. Ja, wie gesagt, hier in der Halle 1, wie Tobi es eben schon bei sich gesagt hatte, liebevoll die Weißware. Aber wir haben es ja auch, ne? Ganz ehrlich. Sehr, sehr schön hier, die ganzen Wohnwagen. Und ich habe ja immer versprochen, ich filme auch weiterhin Wohnwagen. Und dabei bleibt es auch. Weil ich werde alles filmen. Wohnmobile, Wohnwagen, Vorzelte, Zelte, Kastenwagen. Weil es ist und bleibt nun mal alles Camping. Selbstverständlich gibt es jetzt hier nicht, dass ich hier, weiß ich nicht, was für Roomtouren auf der Messe für euch mache. Weil, ganz ehrlich, es gibt jetzt auch nichts Neues, was wir euch nicht schon gezeigt haben. Es sei denn, ich finde jetzt irgendwas, wo ich sage, okay, das ist cool, weil, wie gesagt, Roomtouren, denke ich, habt ihr jetzt schon eine Menge gehabt. Und man muss auch mal so ein bisschen Pause machen davon. Aber ich verspreche euch, nach der Messe hier bin ich auf dem Weg schon wieder zum nächsten. Und zwar, es geht endlich damit los mit den Einbauten in unser Wohnmobil. Da fahre ich nächste Woche los. Also Ende dieser Woche, am Sonntag geht's los. Und dann kommt ganz viel, was natürlich bei uns ins Auto eingebaut wird. Da könnt ihr auf jeden Fall dann gespannt sein. Da werde ich nicht ein großes Video machen. Ich werde das alles ein bisschen splitten. Weil das ist dann nachher so viel und das würde so lang. Da habe ich mir überlegt gehabt, ich mache von jedem Bauabschnitt ein eigenes Video. Und dann sind die halt kürzer. Aber dann immer nur von dem Teil, worum es gerade geht. Wie beispielsweise verraten, logischerweise Solar. Ne? Bauen wir ordentlich Solar aufs Dach. Da könnt ihr gespannt sein, da werdet ihr echt euch wundern. Das wird richtig, richtig ordentlich. Und ja, logischerweise Lithium kommt ins Auto. Mein Zerbo, selbstverständlich. Die kommt natürlich auch rein und darf nicht fehlen. Ja, jetzt bin ich hier in diesem Zwischengang zwischen den Hallen. Du hast halt rechts und links die Hallen und hier kannst du halt schön durchgehen.
Und hier ist dann auch immer wieder was geboten. So vereinzelt Regionen auch wieder, die sich vorstellen. Und. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ein paar Schnipsel einfach nur mal so ein bisschen gesammelt, damit ihr mal so einen Eindruck habt von der Reise und Camping hier in Essen, weil viele kennen die Messe gar nicht. Ist halt mehr so eine regionale Messe. Und jetzt nichts wie die CMT, ist halt was kleiner, viel kleiner, aber trotzdem schöne Messe. Also wenn ihr Bock habt, die geht noch bis Sonntag. Und dann würde ich sagen, kommt doch einfach gerne mal vorbei. Vielleicht läuft man sich ja mal über den Weg. Ihr Lieben, macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.